Sie ist zu hübsch. Sie ist zu groß. Sie ist zu klein. Sie will gerade sicher nicht angesprochen werden. Ich will die Frau nicht belästigen. Heutzutage verständlich. Aber keine Sorge, solange du nicht wie der größte Vollidiot Frauen ansprichst, ist es eigentlich kein Problem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn du Hi sagen kannst zu einer Frau, wenn du Hi sagen kannst zu einem Menschen, dann kannst du auch mit ihm sprechen. Perfekt ist das nicht. Funktionieren tut's trotzdem. Sie ist mit ihrer Mama, Papa, Freundin unterwegs. Das ist sicherlich ihr Freund da neben ihr. Klar. Sie ist in einen Laden gegangen. Und wir wissen, das haben wir bereits in der Schule gelernt, im Laden kann man keine Frauen ansprechen. Sie telefoniert gerade. Eine der besseren. Das ist wirklich eine blöde Situation. Sie hatte sehr eilig. Ich fühle mich gerade nicht danach. Oh. Okay. Was, wenn sie mich ablehnt? Wenn du jemals in diesem Leben erfolgreich sein willst, in irgendeiner Art und Weise, wirst du lernen müssen, mit Ablehnung umzugehen, denn Ablehnung wird dir immer wieder in verschiedenen Formen begegnen. Das nicht zu wollen oder davor wegzulaufen, funktioniert nicht. Sie guckt so fies. Jeder guckt mal fies, wenn er einen schlechten Tag hat. Du auch. Jetzt ist sie schon so weit weg, die geht ja auch so schnell. Dann trainier mal lieber ein bisschen deine Kondition, damit du auch mal ein bisschen schneller laufen kannst. Willkommen zurück. Das waren nur einige von vielen unzähligen Ausreden, die die Männer da draußen, und ich schließe mich da selbst ein, jeden Tag haben, wenn sie Frauen ansprechen wollen. Ich höre diese Ausreden auch immer noch in meinem Kopf, klar. Und es gibt auch Tage, es gibt auch Momente, wo auch ich gegen diese Ausreden verliere. Der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich im Allgemeinen viel besser darin bin, diese Ausreden nicht gelten zu lassen als du. Deswegen bin ich der Coach und du der Schüler. Das siehst du vielleicht hier auf dem Video jetzt gerade nicht, aber meine Haare sind ziemlich nass. Meine Haare sind deswegen nass, weil es draußen regnet. Ich war deswegen draußen, obwohl es regnet, weil ich jeden Tag 10.000 Schritte gehe. Es hat zwar echt doll geregnet, aber ich musste halt meine 10.000 Schritte gehen. Es regnet, ich kann nicht Frauen ansprechen gehen. Dein Leben lang werden Ausreden kommen. Das Leben, dein Kopf, dein Verstand liefert dir immer wieder neue Ausreden. Wenn du nicht lernst, damit umzugehen, wenn du nicht lernst, gegen diese Gedanken, gegen diese Ausreden zu handeln, dann wirst du nie erfolgreich. Weder im Frauenansprechen, noch im Beruf, finanziell, sportlich oder in irgendeinem anderen Bereich mit irgendeiner anderen Sache, die du vorhast. Widerstand wird es immer wieder geben. Deswegen heißt er so. Widerstand. Der kommt immer wieder. Du musst lernen, damit ordentlich umzugehen, mit diesen Ausreden, mit diesem Widerstand. Das ist deine Aufgabe als Mann. Das ist es auch, was den Jungen vom Mann unterscheidet. Der Junge nörgelt rum
Oh, ich will jetzt aber nicht, ich habe jetzt keine Lust. Und macht's dann nicht? Und der Mann nörgelt vielleicht innerlich auch kurz rum, aber hält dann die Klappe und kommt in Handlung. Ausreden werden immer wieder kommen. Schreib dir deine gerne auf, damit du das nächste Mal merkst, wenn es wieder eine Ausrede ist. All diese Ausreden, die ich eben vorgelesen habe, alles Bullshit. Nichts davon kann dich wirklich abhalten, die Frau anzusprechen. Sie ist im Bus, sie ist in der Bahn. Okay. Wenn du Frauen ansprechen willst, dann kannst du sie auch ansprechen. Immer. Dazwischen stehen immer nur die Widerstände und die Ausreden. Sei dir deiner eigenen Ausreden bewusst. Sei dir der Widerstände bewusst und mach es dir zur Aufgabe für den Rest deines Lebens, jeden Tag, bei jeder Gelegenheit, über Widerstände hinauszugehen, Ausreden nicht gelten zu lassen.